Ja, da sind wir wieder bei Bube Dame Hörig. Wir kommen zur Runde 2. Noch sind alle dabei. Silke und Christian führen 1:0. Ich habe euch vorhin vergessen zu fragen. Ihr macht ein Spiel zusammen, was ihr sehr gerne spielt. Beamten-Mikado. Wie geht denn das? Ja, drei Beamten in einem Raum. Wer sich bewegt, fliegt raus. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Silke, Christian, nächste Frage geht an euch. Wir haben 100 Ehemänner gefragt. Nennen Sie Ihre Frau manchmal Mutti? Ihr seid nur nicht verheiratet, deswegen kann ich schon mal üben. Ja? Mutti, darf ich noch mal Sandmännchen gucken? Nennen Ehemänner ihre Frauen manchmal Mutti? Von 100, wie viel? Was meint ihr? Ich weiß nicht, 30%? Nee, auf alle Fälle nicht. Ja? Sagen wir 30. 30%, sagen Sie, ja? Es ist ja erst immer so Schatzi, Mausi, Liebling und irgendwann mal dann Mutti. Ja, okay. Melanie, Daniel, meint ihr höher oder tiefer als 30%? Ich sage höher. Höher, habe ich gehört. Höher als 30%. Eindeutig haben Sie sich dazu entschieden, jawohl. Wenn das Publikum auch anderer Meinung war, werden wir jetzt sehen, wer da recht behalten hat. Es waren nämlich von 100 Ehemännern insgesamt 19. War doch tiefer, guck mal. Nicht klar. Ja, wir haben richtig. Das muss ich sofort Mutti erzählen zu Hause. Silke und Christian, ihr seid wieder dran und fangt an zu spielen. Die zweite Runde geht genauso wie die erste, selbes System. Ihr habt die Basiskarte, die 9, ihr dürft sie tauschen, weil ihr habt das Umfrageergebnis gewonnen. Vertauschen. Tauschen die Karte, verbindlichen Dank. Ja. Dame! Tiefer. Tiefer ist die Dame. Höher. Höher ist die 9. Tiefer. Tiefer. Tiefer ist die 9. Da kannst du gerade Fahrrad fahren, wie du willst. Hat überhaupt keinen Sinn. Du kommst ja gar nicht in die Pedale hier, Mensch. Also, das ist also. Gut, aber ihr habt ja noch eine Klippe zu überspringen. Die nächste Frage geht an euch, Melanie und Daniel. Dann seid ihr mit der Prozentzahl dran. Ich weiß nicht, gab es in der Schweiz den Film Ein Mann für gewisse Stunden? Mit Richard Beer und Cindy Hau mich tot, oder wie? Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Das war also nur die Geschichte, wenn du es nicht gesehen hast, Melanie. Da war ein junger Mann, Richard Gere hat ihn gespielt und man konnte den mieten für zwei, drei Stunden so, gell, um irgendwas Lustiges zu machen, so Parkrundfahrten oder so. Wir haben 100 Ehefrauen gefragt, würden Sie Ihren Ehemann mit Richard Gere betrügen? Das ist Richard Gere. Man nennt ihn Richard Gere der Schweiz. Was meint ihr denn? Wie viele von 100 Ehefrauen würden Ihren Ehemann mit Richard Gere betrügen? Das war Tom Cruise. Das ist ein bisschen zu hoch. Ja, finde ich auch. Was denkst du? 15? Ich glaube höher. Höher? Ja. Oh. Aber der hat graue Haare, denk dran. 20. 25. Hey, betrügen. Betrügen. 25% sagen Melanie und Daniel. 25%. Ja. Höher. Wir sagen höher. Eindeutig höher, sagen Silke und Christian. Mal schauen, ne? Also Harald Junke würde sich hier lieber in Richard Beer verlieben. Aber gucken mal. Es ist ja auch ein Film gewesen. Ich glaube, der hieß Ein unmoralisches Angebot. Da gab es 1 Million. Dass man, glaube ich, mit, was war das, Robert Redford? War es Robert Redford? Ja. Ja, genau. Also Richard Gere für Umme, also für nix. Wenn wir fragen, wie viele von 100 Frauen denn das machen würden. Immerhin noch 40%, Silke und Christian, ihr habt richtig gelegen. Ja, ja. Ja, das ist halt, weil der Richard Gere so selten in die Schweiz kommt. Da kennt ihr die Frauen nicht, das ist das Problem. Also, ihr habt die 2 hier stehen. Ja. Ihr könnt sie tauschen, wenn ihr wollt, ihr werdet blöd. Nee, machen wir nicht. Höher. Höher als die 2. Und es danke. Euch sehen wir in der zweiten Runde, Melanie und Daniel. Also ihr kamt überhaupt nicht zum Zuge leider. Da kann man ja, also da könnt ihr überhaupt nichts dafür. Da war also völlig alles dagegen. Ich hätte nicht übel Lust, euch nochmal irgendwann einzuladen. Mal gucken, ob wir euch nochmal eine zweite Chance zu geben. Das wäre also recht fair. Weil so ein nettes Pärchen kriegen wir selten und ihr passt auch gut zueinander, ihr vier da noch. Vielleicht könnt ihr ja danach nach dem Spielchen noch ein bisschen unterhalten. Tut mir leid, dass ihr jetzt ausgeschieden seid, von ganzem Herzen wirklich. Schöne Grüße in die Schweiz und danke fürs Mitspielen. Wir wissen ja, wir nehmen fast jeden Kandidaten, der nett ist, der ein bisschen Karten spielen möchte. Auch aus dem Ausland, zum Beispiel aus Bayern. Das ist natürlich nicht wahr. Aus der Schweiz können Sie kommen, aus Österreich. Wo immer Sie wohnen, schreiben Sie uns. Und wenn Sie ein bisschen spielen wollen, hier bei uns bei Bube Dame Hörig. Briefmarke nicht vergessen, gell? 1 Mark.
Wir kommen zum Finale. Silke und Christian. Ist spannend jetzt für euch, ein bisschen. Ja, doch, so ein bisschen. So, die erste Runde habt ihr ja ganz locker, so, ja, ganz cool. Sag mal, ihr habt euch bei der Ausbildung kennengelernt, ja? Ja, das ist richtig. Bei, also, irgend so ein Kurs? Nee, bei der Einstellung, ist eine 93. Bei der Einstellung gleich. Ich dachte, das sei so ein Kurs, Festnahme ohne Handschellen oder sowas. Nein, nein. Nein? Und wer ist da wem aufgefallen zuerst? War das so Liebe auf den ersten Blick, oder? Nee, ganz gewiss nicht. Also, er ist mir zuerst aufgefallen, weil er höllisch bunt angezogen war und ich kann das überhaupt nicht leiden. Und dann sind wir leider auch noch in einen Zug gekommen, also in eine Klasse. Naja, und dann noch in eine Gruppe und dann... Irgendwann hat das Schicksal seinen Lauf. Ja. Dann hat das Schicksal seinen Lauf. Irgendwann wird es jedem dann mal klar, gell? Genau. Ist er denn immer so ein bunter Vogel jetzt noch? Und ja, nee, allmählich nicht mehr. Ich krieg das allmählich in den Griff. Aber das ist doch toll, nicht? Wenn einem eine Frau in der Hand hat. Ja, man kann nichts mehr selbst kann entscheiden. Tragt ihr denn auch so mal so in der Freizeit mal eine kugelsichere Weste? Man ist ja mal modisch. Nee. Das ist nicht so wie im Film, nein. Nee? Nein. Weil ich denke ja immer so, da gibt es doch diesen Film mit der Iris Berben, wie heißt die? Rosa Roth, glaube ich, gell? Die ist so eine Kommissarin, noch nie gesehen? Nee. Ah ja, guck nur Sat.1, alles klar. Oder ist das bei uns? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke auch kein Fernsehen. Haben wir wieder erwischt, ne? Dass man dann so, ist das wirklich so ein traumhafter Beruf, wie man das immer im Fernsehen sieht, oder ist das oft auch mal so ein bisschen Routine, fast schon manchmal Langeweile? Also im Fernsehen ist es ganz anders und ja. Bei uns nun sowieso, weil wir beide die Schulbahn drücken bei der Polizei. Mhm. Und das ist eigentlich nichts anderes als normaler Unterricht in der Schule auch. Und was lernt man da besonders dann? Umgang mit Gesetzen oder was werdet ihr da geprüft? Ja, Gesetzeslehre oder Umgang mit Menschen. Sport, leider. Leider, sagst du? Ja, ist doch toll. Nein, nein, aber so wöchentlich, da so 5 Kilometer sind wir zum Anfang gelaufen. Das ist nicht mehr so schön. Laufe ich jeden Morgen vor der Sendung. Ja. Deswegen bin ich auch so ausgesprochen frisch, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen zusammennehmen, weil jetzt geht es wirklich um viel Geld. Solltet ihr alle Karten richtig umdrehen, sage ich euch nur mal so, sind das 14.400 Mark. Das ist eine Menge Geld. Durch 2 geteilt. Das heißt, nee, so wie ich euch kenne, 2 Drittel für Sie, 1 Drittel für dich. Ja? Das kenne ich auch, ja. Leider. Sie hat es in der Hand, die Haushaltskasse. Jawohl. Ist das eine Menge Geld. Und wenn ihr noch besser seid als diese 14.400 Mark, dann könnt ihr ein Auto gewinnen, nämlich dieses hier. Gute Fahrt mit Ihrem neuen Fiat Punto von Auto Becker. Der bringt auf den Punkt, was modernes Autofahren ausmacht. Kompakt, wendig, spritzig, sparsam und vor allem sicher gibt er so manchem Großen das Nachsehen. Der Wert Ihres City-Flitzers 18.600 D-Mark. Da steht's und lacht euch an. Könnte euch gefallen, habe ich den Augen. Habt ihr schon 2 Autos? 2 alte, ja. Guck mal, 2 alte gibt ein neues. Ja, das ist genau. Doch im Leben immer, gell? So, jetzt geht's los. Wenn man auf eine Spielbank geht, braucht man da ein bisschen Kohle. War das schon mal auf Spielbank? Nein. Noch nie gesagt? Ich bin da auch mal gewesen, aber ich habe mir so, also das tut mir weh zu spielen. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht. Manche kriegen ja da so Fieber, gell? Aber wenn ich da so 20 Mark verdiene, denke ich, lieber was essen, sowas, Geizkragen halt. Aber jetzt könnt ihr richtig zocken mal mit dem Geld. Das muss auch so ein bisschen sein, weil es muss ja spannend auch sein, wenn die Leute zugucken. 150 Mark kriegt ihr von mir so. Und dann nochmal 5... Ja, grüß Gott. Ach, da sind sie. Guck mal, hier sind sie schon. Ja, ich dachte schon, der Zug ist eingefahren. Ja. 50 Mark kriegt ihr nochmal extra, wenn ihr eine einfache Frage beantwortet. Ich gebe euch jetzt mal eine Prozentzahl vor und ihr sagt mir dann höher oder tiefer. Publikum kann helfen, gell? Für einen Fuffi kann man mal was arbeiten. Wir haben 100 Firmenbosse gefragt. Aye, aye, Sir. Haben Sie einen Home Trainer im Büro? Das ist so ein Ding, wo man sich fit hält, ja? Damit der Chef keinen Speck ansetzt, ja? Wie nennt man das? Schwimmringe, gell, haben die, die Bosse immer hier. Ist die Zahl der Bosse, die einen Hometrainer im Büro haben für ihre Angestellten oder für sich selbst, höher oder tiefer als 35%? Was glaubt ihr? Tiefer. Wir sagen tiefer. Eindeutig tiefer? Ja. Ich kann euch nicht überreden, höher zu sagen? Nein. Gut, dann bleibt es leider bei den 150 Mark. Das sind nämlich 58%, die einen Hometrainer aufstellen. Wir haben sie alle befragt. Ich war in jedem einzelnen Fitnessstudio, nein, Quatsch, Büro und hab gefragt. Nee, wir machen das natürlich, wir haben eine Firma, die das macht und die haben 100 Leute tatsächlich gefragt. 58 waren es. 150 Mark ist aber noch nichts verloren. Jetzt beginnen wir. Ich erkläre euch kurz die Regeln, weil das ist nicht so einfach. Man muss auch mal ein bisschen mit dabei denken und rechnen. Wenn man unter Stress ist, ist das doppelt schwer. Das seht ihr an mir. Wir spielen von links nach rechts. Hier solltet ihr 300 Mark haben, damit ihr die nächste Runde erfolgreich beenden könnt, wenigstens mal beginnen könnt. Dann wandert die Karte nach oben. Kriegt hier nochmal 200 Mark dazu, dann hättet ihr 500, sagen wir mal. Und dann müsstet ihr hier bei dieser Karte bei 4.000 sein. Und dann wandert die Karte nach oben und dann geht's ums Auto. Ja?
Alles klar, noch irgendeine Frage dazu vielleicht? Nix. Dann kann ich losgehen. Ihr kriegt von der Basiskarte, ihr startet mit 150 Mark. Die Basiskarte dürft ihr tauschen, wenn ihr sie nicht wollt. Und jetzt geht's los. Die würde ich nicht tauschen. Ja, 150 Mark tiefer. Alles auf tiefer. Alles auf tiefer. Korrekt. Gut, das wären dann 300 Mark. 300. So, auch noch eine sehr gute Karte. 150 auf höher. 150 auf höher. Scheiße. So, jetzt habt ihr noch 150 Mark. Eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Ihr müsst immer mindestens 50 Mark setzen. Habt ihr ja bis jetzt auch getan. So, jetzt machen wir hier weiter. Ist noch nichts verloren. Jetzt könnt ihr es. Jetzt müsst ihr alles oder nichts gehen. Alles auf höher. Ihr müsst alles auf höher gehen. Jawohl, jetzt geht's. Scheiße. So. Jetzt war ich wieder ein bisschen zu schnell, Detlef, gell? Aber nächstes Mal mache ich das langsamer. Ich verspreche es euch in der Regie. Ich bringe die immer durch, wenn ich da so schnell bin an der Mann. 6 steht hier. Und ihr dürft die Karte wieder tauschen. Ihr habt 500 Mark, das absolute Minimum, was ihr braucht, um auf 4.000 zu kommen. Was macht ihr mit der 6? Schwere Frage. Wir setzen alles auf höher. Ihr lasst sie auch so. Ja, wir lassen die so. Alles auf höher bedeutet 500 Mark, das Verdoppelte wäre 1.000. Jawohl! Alles auf. Soll mal einer sagen, Polizisten sind nicht mutig. Jetzt habt ihr 1.000. Ja, stimmt. Alles auf Tiefe. Und das wird er mit dem Deutschen zu gewinnen. Nochmal ein Ass käme hier. Hey! Jawohl! Alles. 2.000. Ich kann ja schon mal gucken, ne? Ich darf nichts sagen. Alles auf Höhe. Alles auf Höhe. Ihr habt 2.000 Mark. Das würde euch reichen. Dann auch für die Endrunde. Letztes Wort. Alles auf Höhe. Alles auf Höhe. Ja. So. Das machen wir es nochmal richtig spannend. Weiß das nicht. Machen wir es nochmal richtig spannend. Ihr habt jetzt 4.000 Mark, Jungs und Mädels. 4.000 Mark, die gehören euch. Kann nichts mehr passieren. Ihr könnt jetzt aber noch euer Auto spielen, wenn ihr wollt. Und euren Augen sehe ich an, dass ihr das wollt. Ich glaub's nicht. Wehe, wenn nicht. Ihr dürft diese Karte nicht mehr tauschen. Und jetzt sagt ihr höher oder tiefer und dann gehört dieses Auto. Höher. Höher. Sie bleiben bei höher. Ja! Einsteigen! Das ist doch toll, hä? Gut. Es ist immer wieder ein berauschendes Gefühl, lieber Sat1-Gucker, einem jungen Paar, das noch das ganze Leben vor sich hat, ein Auto zu geben, auch wenn es schwarz ist. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaut haben. Morgen vielleicht wieder ein neues Auto. 10.30 Uhr, nicht vergessen, bis 11 Uhr bei Bube, Dame, Höhe. Einen wunderschönen Tag.